So, einen wunderschönen Sonntag. Ich befinde mich hier bei Grube 7. Ich suche gerade die Grube 8. So, ich riskiere gerade mein Leben. Ich versuche eine Biene hier aufzunehmen, wie die hier den Nektar von den Blüten holt. Was ich nicht alles tue für meine Abonnenten. Einen Augenblick. Also hier ist der Baum. Krass, oder? Habt ihr das gesehen? Kriegsreporter. Direkt mitten aus den Geschehen. Was machst du da? Ich warte auf den Bus. Schon seit 3 Stunden. Hier kommt gar nichts, ey. Hier ist irgendwie nichts los. Langsam fange ich an zu zweifeln, ob wirklich ein Bus fährt. Ich gehe mal zu der nächsten. Ich glaube, hier war schon länger kein Bus mehr. Muss ich wieder laufen, ist das blöd. Oh, guck mal hier. Da wohnt bestimmt die böse Hexe hier, die Hänsel und Gretel gefressen hat. Da geh ich lieber schnell weg, du. Das ist mir zu gefährlich. Hey Leute, welcome to my crib. Kommt mit, ich zeige euch gerade meine Höhle. Da mache ich Kacke, da wasche ich mich und da hinten ist mein Bett. Küche habe ich nicht, ich esse halt draußen. Ein paar Vögel und so, toter Hamster, Eichhörnchen. Da drin stinkt's. Ja, wer weiß, wer da schon sein Geschäft drin gemacht hat. Also bestimmt gehen da einige hin und machen Kacke oder so. Leute, rettet die Bäume. Ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Ich bin immer noch da für dich. Okay, jetzt muss ich leider gehen. Also es ist schon lustig, wenn du durch den Wald gehst, ne? Und dann kommen dir Leute entgegen, die sind überhaupt gar nicht angezogen für den Wald, ne? Die haben dann so normale Straßenbekleidung an, und als würden sie irgendwo zum Shoppen gehen. Hallo, das ist der Wald, das ist die Natur. Ich habe extra meinen weißen Turnschuh angezogen, weil die haben eine feste Sohle. Das ist wichtig. Bruder, bleib auf dem geraden Weg, ja? Bleib auf dem Weg, weil wenn du den verlässt, dann bist du hinter den Zaun und du kannst da runterfallen. Also, geht den geraden Weg. Guckt euch mal den Baum an. Diese Kacke. Der ist, ich glaube, abgeknickt, aber trotzdem wächst er weiter. Scheiße. Scheiße. Guck mal, das ist noch ganz frisch. Das dampft noch. Das ist furchtbar. Lauscht mal den schönen Wasser. Das soll beruhigend sein, habe ich gehört.
Tja, Natur ist einfach herrlich, oder? Ist einfach schön. So, ich glaube, wir sind fertig mit unserem Spaziergang. Also einer hat uns gesagt, das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ich glaube, wir haben eineinhalb gebraucht oder zwei. Aber wir haben es auch genossen. Zum Glück hatte ich meine passenden Schuhe dazu an. Aber hier, guck mal, ich bin ganz übel aufs Knie gefallen. Hose kaputt. Naja, passiert. Hey, dir hat das Video gefallen und du möchtest keins mehr verpassen? Dann vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. HDGDL, Elf für Liebe, euer Ex-Asylant. Eronia.